Meister. Is it a coming home oder werden dann doch die Spanier die begehrte Trophäe heute in den Berliner Nachthimmel recken? Für die Engländer wäre es der erste Erfolg. Die Spanier hingegen könnten bereits zum 4. Mal Europameister werden und damit zum alleinigen Rekordsieger aufsteigen. Zum Public Viewing hier auf dem Schlossplatz werden bis zu 30.000 Zuschauer erwartet. Von denen ist jetzt aber noch nichts zu sehen. Deswegen machen wir uns jetzt auf in die Straßen Stuttgarts. Werden die Spanier denn heute ihren 4. Titel holen? Ja, natürlich. Aber ist das eine Frage? Spanien gewinnt safe. Sí. Claro que sí. Die Spanien gewinnen hier und die nehmen das nach Hause. Steckt euch denn das verlorene Finale von vor 3 Jahren noch in den Knochen oder habt ihr es überwunden? Ich sag, nochmal sowas will ich nicht erleben. Aber ja, ich denke, diesmal werden sie es auf jeden Fall gewinnen. It's coming home. Woo! Zumindest sind sie in Elfmeterschießen, haben sie bewiesen, dass sie viel besser sind. Was tippt ihr denn heute fürs Spiel? England gegen Spanien, das große Finale. 2-1 Spanien. Die spielen ja den schlechtesten Fußball seit Ewigkeiten, aber das muss ja auch irgendwie was heißen. Deswegen sage ich 2-1 England. 3-0. Lamine, Williams, Olmo. 1-0 to England. Ich sag 2-0 und Tor von Kukureya und Lamine Jamal. Ich habe tatsächlich auch 2-1 England getippt, also hoffentlich geht's auf. 4-2 für Spanier. Leider tippe ich gegen England, 2-1 für Spanien. Aber ich wünsche den Engländern, dass die gewinnen, weil seit 66 nichts gewonnen. Wird Zeit. Was macht ihr denn, wenn eure Mannschaft heute Abend gewinnt? Habt ihr irgendwas geplant? Eine große Party, Autokorso oder vielleicht einmal ein Flitzer rund um den Schlossplatz? Boah, Flitzer, das denke ich nicht, aber je nachdem, es wird auf jeden Fall gefeiert. We're gonna have a big party. We're gonna sing Sweet Caroline and it's coming home all night and drink pints of beer. Einmal durch die Königstraße schreien, yeah. Und dann morgen geht's zur Arbeit. Wir haben letztens gesehen gegen Frankreich, dass am Börsenplatz richtig was geht, wenn Spanien gewinnt. Also da wird man uns finden, wenn wir gewinnen. Autokurse und ich glaube saufen. I'll just be happy. Wie groß ist denn die Aufregung jetzt 2 Stunden vor dem Spiel auf einer Skala 1 bis 10? Gerade 8. Desto mehr man sich ernährt so auf die Zeit, dann ist es mehr Aufregung. Schon 10, weil es ist schon der letzte Tag hier, vor allem in Stuttgart auch. Also es war eine tolle Zeit und ja, ich hoffe, dass wir ein super tolles Finale sehen. Schon aufgeregt, das ist schon auf jeden Fall, bin echt gespannt, wie es wird. Für mich, also ich habe ehrlich gesagt, es ist halt keine Aufregung, nur Aufregung, weil es schon klar ist, dass wir uns das Titel holen. Ja, EM-Finale ist natürlich, da ist die Aufregung halt extrem, also auch 10 auf jeden Fall. 1 bis 10, 11. Also gerade geht es noch, vielleicht so eine 6, aber ich glaube, wenn es Elfmeterschießen gibt, ich glaube, dann kriege ich einen Kollaps. 100 von 10? Ja, schon ziemlich aufgeregt, zwar nicht zu nervös, weil wir haben gesehen, Wimbledon haben wir schon gewonnen. Also ein super Tag, um Spanier zu sein. Viva España! Also das ist die erste EM, die ich mitverfolgt habe, deswegen bin ich gerade schon recht aufgeregt. Total tolle Stimmung, die heute von den englischen und spanischen Fans verbreitet wurde. Mittlerweile sind wir wieder am Schlossplatz angekommen und dieser hat sich auch ordentlich gefüllt, wie man hinter uns und rund um uns herum sehen kann. In rund 5 Minuten beginnt auch schon das große Finale. Wir begeben uns jetzt dann in unsere Zuschauerposition und hören uns dann nach dem Spiel wieder. Zum ersten Mal seit 2012. Herzlichen Glückwunsch! Wie fühlen Sie sich? Was sind Ihre ersten Gedanken nach dem Spiel? Ja, das war super. Wir haben auch, ich glaube, das ganze Turnier gut gespielt. Und ich glaube, wir sind Europameister gut verdient. Und ich muss auch sagen, Deutschland hat das auch super gemacht. Vielleicht nächstes Mal beim WM 26 ist dann Deutschland dran. Was machen Sie jetzt noch nach dem Sieg? Ja, ein bisschen feiern hier die Leute, die Stimmung, sind wir sehr viele Spanier oder Leute, die für Spanien sind und dann genießen wir das.